So, hallo an alle, die gerade den Fahrradkanal eingeschaltet haben. Gerade fährt die S-Bahn nach Oberhausen Hauptbahnhof weg. Die S3 war es, glaube ich. Ja, und hier ist heute mein Startpunkt. Hier am Eisenbahnbahnhof Bochum-Dahlhausen wollte ich heute erstmal ein kleines Türchen machen. Klein wird auch immerhin so 56, 57 Kilometer. Ich werde es natürlich alles noch einblenden, wenn ich zu Hause am PC am Schneidetisch sitze, wahrscheinlich hier rechts oben in der Ecke. Werde ich die Karte machen, da könnt ihr dann die heutige Tour sehen. Es geht heute erstmal von hier, von Bochum-Dahlhausen, den Spring-Gorum-Radweg Richtung Bochum-Zentrum, eine ehemalige Bahntrasse. Heute auch Schwerpunkt auf ehemalige Bahntrassen, Kohlebahnen, was auch immer alles hier so im Ruhrgebiet, meistens natürlich Kohle, transportiert worden ist. Natürlich auch Erze, weil es gab ja auch mal früher viele Hochöfen etc. pp. Ja, und mein heutiges Hauptaugenmerk ist auch ein wenig der RS1. So, nochmal, Tatütata ist gerade zu Ende. Gerade immer, wenn ich eine Anmoderation mache, läuft gerade eine Bohrmaschine oder eine Kreissäge oder eben Tatütata. Aber gut, ich habe ja hier das Funkmikrofon. Wie gesagt, heute der Schwerpunkt gelegen auf ehemalige Bahntrassen hier zwischen Bochum und Essen und vor allen Dingen der Hauptschwerpunkt mit dem RS1, also Richard Siegfried 1. Der zwischen Essen Mitte und Bochum doch noch sehr zu wünschen übrig lässt. Ich habe mir da mal so eine kleine alternative Schlängelroute ausgesucht. Die kann ich natürlich hier zu Hause später am Schneidetisch mal einblenden, welches Stück ich da mir alternativ ausgesucht habe. Natürlich ist da auch mein Hauptanliegen, ein bisschen mal die Verantwortlichen aufzurütteln und doch mal endlich zu sehen, dass dieses Teilstück, dieses Verbindungsstückchen zwischen Essen Zentrum, also der Uni in Essen, bis zum nächsten Bahntrassenradweg anzuschließen. Das waren, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, so 1,3, 1,5 Kilometer nur. Warum das denn jetzt immer alles so lange dauert mit den Radwegen für die Radfahrer, die zur Arbeit, die Pendler. Natürlich wir auch hier, wir als Rentner haben viel Spaß auf alten ehemaligen Bahntrassen zu radeln. Also wie gesagt, da liegt heute so ein bisschen mein Hauptaugenmerk. Jetzt geht's gleich erstmal los auf dem Spring-Gorum-Radweg Richtung Bochum-Zentrum. Da wird's ein bisschen tricky. Da muss ich leider mitten durch Bochum durch, um den nächsten Anschluss zu bekommen an die nächste ehemalige Kohlenbahntrasse. Und und dann schlängel ich mich so ein bisschen Richtung Westen, Richtung Essen Zentrum. Da werden wir dann halt mal sehen. Und ich werde mir auch, wie gesagt, in Essen Zentrum da an der Uni mal anschauen, ob denn da mal endlich vielleicht sich irgendwelche Aktivitäten tun, die dazu dienen, dass die ehemalige Bahntrasse da endlich mal weiter ausgebaut wird. Okay, ihr dürft also gespannt sein. Natürlich habe ich die Drohne mit. Ob sie allerdings zum Einsatz kommt, müssen wir halt mal sehen. Das hängt so immer so ein bisschen von den Gegebenheiten ab, von den Lichtverhältnissen und natürlich vor allen Dingen von der Sicherheit, dass man da niemanden irgendwie stört oder belästigt und irgendwas nachher noch passiert. Ja, das soll jetzt erstmal gewesen sein von der Anmoderation. Ich mache mich jetzt also auf den Weg Richtung Spring-Gorum-Trasse, immer mit B, wieso komme ich da drauf? Nee, ich glaube, es ist mit G, Spring-Gorum, wie G, wie Gustav. Und ja, und ihr dürft also auf dieses Video sehr gespannt sein. Also, auf geht's!
So, jetzt auch nochmal Hallo hier vom Schneidetisch am PC. Ja, ich radel jetzt erstmal los hier vom Bahnhof Bochum-Dahlhausen. Ja, tatütata, schon wieder mal. Und jetzt hier einen Blick auf das schöne alte Bahnhofsgebäude. Und hier bin ich auch schon an dem Kreisverkehr, wo es jetzt hier für mich auf die ehemalige Bahntrasse Springorum geht. Ja, das war jetzt hier auch am Anfang sehr steil, deshalb bin ich da ein Stückchen zu Fuß hoch. Und das ist mir auch ein bisschen mit dem Verkehr ein bisschen zu blöd da in dem im Kreisverkehr gewesen. Ja, hier jetzt auf Strecke, ihr seht hier die Springorum-Trasse. Ja, es ist schön herbstlich, schön bunt und ja, schöne Eindrücke. Viele Kunstbauten hier natürlich. Hier Blattwerk, Laubwerk auf der Trasse. Auf der Strecke ist natürlich nicht so schön und nicht so gut. Hier rechts ein Rotkäppchen. Ja, rote Haare, rote Schuhe. Fand ich ganz lustig. Ja, hier ist auch wieder ein schönes kleines Viadukt. Und dann waren wohl hier die Stadt irgendwie tätig. Was die hier gemacht haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten wir Glück. Der LKW, der wollte jetzt auch von dem Weg runter. Ja, hier schlängelt sich die ehemalige Bahntrasse, beziehungsweise die Bahntrasse wohl eher nicht, aber der Radweg. Finde ich auch irgendwie immer ein bisschen merkwürdig, so von der Streckenführung. Da weiß man nicht, ist man jetzt wirklich auf der ehemaligen Bahntrasse oder ist das jetzt irgendwie wieder ein Kuddelmuddel, so wie hier jetzt auch. Hier geht es jetzt plötzlich wieder nach links. Ich glaube nicht, dass die Strecke früher so komisch im Zickzack verlaufen ist als Bahntrasse, aber gut. Ist ja auch als Radweg umgewidmet worden. Ja, hier ein Blick auf die Autobahn, fragt mich jetzt nicht, welche es ist. Auf dem kleinen Kontrollmonitor kann ich das jetzt auch nicht sehen. Und was das jetzt hier für eine Hauptstraße ist, keine Ahnung. Hier anscheinend Fernwärme, Heizkraft, Dampfrohre oder was auch immer. Hier, ja, da hinten sehen wir jetzt da so ein komisches Hochhaus. Ich nehme an, das ist dann schon Bochum Zentrum. Weil die Springorum-Trasse so kurz vor Bochum-Zentrum auch so einen kleinen Bogen macht, um dann eigentlich auf die Hauptbahnstrecke wieder zu gelangen, früher mal. Das wäre dann hier gewesen. So, wie man jetzt hier auf der Karte sehen kann, hoffentlich, ich gehe mal weg, was jetzt die 21 zu bedeuten hat. Da steht auf der Karte ganz oben links Knotenpunkt. Okay, ja, Knotenpunkt. Dann wären wir jetzt hier an diesem Knotenpunkt. Und wir sind gekommen von hier unten. Genau. Ich hoffe, man sieht das so ein bisschen. Ich mache jetzt mal die Kamera runter, so von da, also von hier Bochum-Dahlhausen, da unten hoch hier entlang bis nach Bochum-Zentrum. Ja, jetzt muss ich mich hier so ein bisschen durchschlängeln, um dann hier die nächste Bahntrasse, das Stückchen hier, zwischen dem Knotenpunkt 21 und 29. Das wird ein bisschen tricky. Mal schauen, wie das wird. Ich habe mir da mal was in Komoot ausgedacht und wollen mal sehen, ob das klappt. Ja, wie gesagt, hier ist jetzt die Springorum Radwegtrasse, die ehemalige Bahntrasse, zu Ende. Ich gehe mal hier ein Stückchen nach vorne, damit ihr mal sehen könnt, wie das hier in Bochum aussieht, wenn man von hier aus auf die Trasse fährt.
da muss man dann schon wissen, dass es dahin geht. Ja, hier ganz oben rechts, hier ist noch ein Schild, Knotenpunkt 21. Ich will mal schauen, ob ihr es jetzt sehen könnt. Ist immer ein bisschen schwierig hier mit der Kamera. Genau. Ja, also den müsst ihr dann nehmen und dann in Richtung 28 steht da auf dem Schild. Ich hoffe, man sieht's. Ja, okay. Also, ich werde jetzt weiter radeln, werde mich jetzt versuchen, durch die Stadt zu schlagen. Also, wie gesagt, ich muss jetzt leider durchs Bochum Zentrum. Ja, zumindest ein paar, ein, zwei Kilometer. Aber ich denke, das werde ich auch überleben. Ist ja jetzt noch keine Raschauer. So, weiter geht's. Okay, jetzt geht's erstmal weiter. Ich muss mich jetzt hier für 2,8 Kilometer hier von der Görtstraße für die Einheimischen durchschlagen. Ich bin auch hier schon am Lohberg und überquere jetzt hier den Lohring und biege dann hier in die Akademiestraße ein. Hier rechts geht's dann weiter. Und jetzt will ich abbiegen hier in die Kleingartenvereinsiedlung Lohberg, weil ich hier so ein bisschen, ja, eigentlich durch grünes Zeugs fahren möchte und keine Lust habe, über die blöde Straße zu fahren. Ja, jetzt biege ich hier auch dann auf die 226 auf die Bundesstraße, und ihr seht hier oben so eine komische Welcome-Tafel. Also wer da mal weiß, wofür die ist, die Zahl, die da drauf steht, ich nehme mal an, da wird irgendwie die Besucherzahlen von Bochum gezählt. Ich weiß aber nicht, ob das die Autos sind, die da unter der Brücke herzufahren, oder ob ich da auch mitgezählt worden bin. Also wenn da jemand was Näheres weiß, bitte gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, gerade war ein Blick in Richtung Bahnhof. Ja, der Bahnhof ist natürlich nicht gerade unbedingt ein Hingucker, ist halt zweckmäßig. Und jetzt bin ich hier auch schon in der, tja, was ist es? Fußgängerzone, Geschäftsstraße, Zentrum, keine Ahnung, wie man das jetzt hier nennen möchte. Also ich fand es ein bisschen, tja, ungewöhnlich, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite auch nicht schlecht, weil hier fahren die Busse durch. Da können die Leute direkt hier im Zentrum aussteigen wohl und dann in die Geschäfte gehen. Ihr seht, ich habe hier mal so ein paar Eindrücke mit im Video eingebaut, wo man dann sehen kann, gibt auch schöne Cafés. Ja, hier dieses Rathaus. Also ich habe mir schon gedacht, dass es ein Rathaus ist, aber irgendwie hat es mich ein bisschen erschlagen, weil es so riesig ist. Ich habe gedacht, mein Gott, das könnte auch ein militärischer Bau gewesen sein. Aber ich habe in Google Maps mal von oben mir das angeschaut und das sah eigentlich ganz nett aus. Ich glaube, da muss man nur mal so ein bisschen reingehen, weil der Innenhof scheint wohl ganz interessant zu sein. Ja, jetzt kommen hier eigentlich die 800, 900 Meter des Grauens, habe ich die genannt, weil hier ist der Radweg leider dank einer schönen Baustelle nur dann auch zugebaut. Ja, und hier wird es dann auch verdammt eng. Vor allen Dingen sind hier noch die ehemaligen Bahnschienen von der Straßenbahn. Und da ist nicht wirklich prickelnd. Ich weiß, dass ich mal so mit 15, 16, ich bin ja schon immer viel und gerne Rad gefahren, mal irgendwo in Wuppertal in so eine Rille reingeraten bin. Und da bin ich tatsächlich wirklich ganz schnell auf die Nase geflogen. Ja, hier noch ein Rennauto, ein Rennwagen. Deshalb, also auf Straßen fahren ohne separaten Radweg macht keinen Spaß. Deshalb bin ich dann hier auch rechts auf dem Weg weitergefahren, wo ich einfach mal gedacht habe, das müsste doch auch als Radweg sein. Ja, zum Glück biege ich jetzt hier auch schon wieder ab. Und es geht jetzt hier auf die Erzbahntrasse. Also ich bin dann hier von der Alleestraße vorhin gerade abgebogen. Laut dem Komoot, hier beginnt die Erzbahntrasse. Ja, so sieht das dann hier aus. Ja,
Na, dann wollen wir mal schauen, ob das eine schöne Erzbahntrasse ist. Also, auf geht's. Ja, und jetzt hier nochmal wieder vom Schneidetisch aus. Jetzt oben rechts eine Karte eingeblendet mit dem Stückchen der Erzbahntrasse, wo ich jetzt circa 4 Kilometer Richtung Norden fahren muss und dann da oben eine Spitzkehre machen muss. Ja, anders ließ sich dieses Stückchen hier zwischen dem Zentrum Bochum und dem Teilstück des neuen RS1 leider nicht anders bewältigen, ohne jetzt irgendwie auf viel befahrenen Straßen lang radeln zu müssen. Aber ihr seht ja hier, diese Erzbahntrasse ist sehr schön, sehr interessant. Es schlängelt sich auch hier, als wenn man in einem Baumwipfelweg, es gibt ja so Baumpfade, da geht man ganz oben lang auf extra Wegen, die sehr oben, ganz oben in den Wäldern, in den Baumwipfeln geschlagen wurden. So ein bisschen kam mir das hier auch so vor. Es schlängelte sich da so ein bisschen längs. Fand ich ganz toll. Ja, wie gesagt, dieser Abschnitt von dem Jahrhunderthaus in Bochum an der Alleestraße rauf Richtung Norden, circa 4 Kilometer lang, die fährt man halt so eine kleine Spitzkehre. Ja, das wird dann auch noch ein bisschen tricky gleich, weil ich muss dann runter von der Erzbahntrasse wechseln auf eine andere ehemalige Bahntrasse. Leider weiß ich nicht, oder ich konnte jetzt auch nicht herausfinden, wie die hieß. Ja, hier ist jetzt die Stelle, wo eigentlich man hätte den RS1 bis hierhin weiter ausbauen können. Ihr seht ja auf der Karte die Spitzkehre. Ja, und hier hatte ich in Komoot wohl nicht ganz genau gesehen, dass, wie gesagt, da oben geht die Erzbahntrasse weiter über die Brücke. Ich muss aber jetzt quasi quer dazu hier unten längs fahren. Und diese Treppe, die habe ich in Komoot vielleicht nicht richtig gesehen auf der Karte. Man muss da auch immer ziemlich reinzoomen. Jetzt muss ich hier auch noch so einen ziemlichen tricky Weg fahren. Bisschen umständlich das Ganze. Einmal runter und dann unten unter der Brücke her und dann wieder hier dann auf die ehemalige Bahntrasse. Ja, und hier links die Treppe, da wäre ich eigentlich runtergekommen. Gut, ich habe da, als ich hier vorbeifuhr, von Weitem auch einen Radfahrer gesehen, der die Treppe hoch mit dem Rad hochgetragen hat. Also von daher nur ein E-Bike mit 26, 27 Kilo und ich habe ja dann auch immer noch ein bisschen was dabei. Drohne, Kameras, Akkus etc. pp. So, jetzt bin ich hier auch am Kruppwald, nennt sich das. Da war eine ganz tolle Wildwiese oder gesät, ausgesät als Dünger, Naturdünger, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich hier mein Päuschen gemacht. Ja, und natürlich habe ich auch die Drohne fliegen lassen. Werdet ihr gleich sehen. Wünsche euch schon mal viel Spaß mit dem Drohnenflug. Also, bis gleich. Hard if it's getting too hard for you to keep running. Baby, take a minute, slow down, you'll love it.
If it's getting too hard for you to keep running, baby, take a minute, slow down, you'll love it. Okay, ich hoffe, euch haben die Drohnenaufnahmen im Krupp-Park gefallen. Ja, ich muss jetzt hier mich im Günningfelder Viertel voraus hier schon die Querstraße, muss ich mich so ein bisschen über die Günningfelder Straße durchquälen, um jetzt wieder hier auf das RS1 Teilfertigstück, also fertige Teilstück des RS1 zu kommen. Ja, hier war es ein bisschen tricky, von der Straße hier einzubiegen auf den Zubringer hoch hier zum RS1. Hier endet oder beginnt er erstmal dieses Teilstück von roundabout 2 Kilometer. Ja, ihr seht, auch hier fehlt manchmal der Belag. Aber ist ja nicht so tragisch, Hauptsache man kann da durchfahren. Und schon ist der Belag auch wieder da. Wieso das hier nicht fertig ist, über die Brücke? Fragezeichen. Vielleicht weiß das jemand. Und hier sieht das auch nicht wirklich nach RS1 aus. Eher so nach einer Umgehung. Naja, also... Ach ja, und das hier, das ist ja der Hammer. Ich habe nämlich im Internet extra recherchiert. Als ich diese Kreuzung gesehen habe, auf dem RS1, habe ich gedacht, war da nicht mal die Rede von, dass RS1 kreuzungsfrei ein Schnellradweg sein soll? Also ein Radweg, wo man schnell, zügig fahren kann. Ach ja, und dann schon auf einmal Ende Gelände. Ja, das war es dann erstmal mit dem Teilstückchen RS1. Ja, und jetzt muss ich mich auch wieder auf irgendwelchen anderen Radwegen hier durchschlagen, um dann ja irgendwie zum Essener Zentrum, also da, wo das andere Ende, was von Mülheim herkommt, bis nach Essen zur Uni, also die beiden Universitäten sind ja prima miteinander verbunden. Das Stückchen RS1 Radweg hat man natürlich mit oberster Prio anscheinend fertiggestellt. Naja, da sage ich jetzt nicht weiter viel mehr zu. Okay, ich habe mir dann hier überlegt, wie... Ja, das war gerade ziemlich laut. Wie kann ich also dieses Stückchen irgendwie überbrücken, um möglichst sehr wenig auf vielbefahrenen Straßen dieses Stückchen irgendwie zu verbinden mit dem RS1-Stück da Bochum-Gelsenkirchen, mit dem RS1 in Essen an der Uni? Ja, und ich habe hier mal so einen Schleichweg entsprechend in Komoot geplant. Den Link findet ihr natürlich unter dem Video. Da könnt ihr dann, wer es mag, den Schleichweg dann auch nachfahren.
ist sicherlich nicht irgendwie jetzt für Berufspendler geeignet, denke ich mal. Die werden sagen, der hat ja irgendwie einen Vogel, der Typ. Gebe ich euch sicherlich recht, aber ich sag mal für Freizeitradler und Genussradler oder für, ja, für Leute, die wirklich Spaß. Ich sag ja, es gibt hier sehr viel Natur. Habt ihr ja auch auf den Drohnenflug gesehen. Das Ruhrgebiet ist verdammt grün. Man muss sich echt wundern. Ist eigentlich ganz toll. Und dank der vielen alten Bahntrassen, Kohlenbahnen, Erzbahntrassen, Nebenbahnen, was weiß der Kuckuck noch, ist da ein Riesenpotenzial, um ganz tolle ehemalige Bahntrassen in Radwege umzuwandeln. Ja, ich habe hier im Video auch immer mal mir sehr viel Mühe gemacht mit diesem Video, auch die Straßennamen per Text im Video eingeblendet, damit ihr denn auch in etwa sehen könnt, wo ich gerade bin, wo es gerade lang geht. Und wie hier zum Beispiel, ich hoffe, die Angaben stimmen halbwegs. Ich muss das ja immer im Nachhinein am PC-Schneide-Software dann nachvollziehen, wo ich da lang gefahren bin. Es sei mir also verziehen, wenn ich nicht immer hundertprozentig die richtige Straße oder den richtigen Straßenzug von der Brücke aus oder wie hier gerade im Video hier als Text dann eingefügt habe. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier eigentlich auch wieder eine alte ehemalige, ja, wer weiß das, Güter, Zechenbahn, Erzbahn, keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Das jetzt hier allerdings nicht. Das ist jetzt mal so meine kleine eigene improvisierte Verbindung, die möglichst durch, ich sag ja, mein Anliegen immer möglichst sehr, sehr wenig viel befahrene Autostraßen. Hier links ist zwar eine, ist auch eine Straßenbahn, aber das ist ja nur immer mal so ein kurzes Stückchen, das geht ja. Ja, und dann hier mal so ein Park, weil ich hätte da rechts eigentlich die Straße langfahren müssen, war aber Einbahnstraße und leider auch nicht für Radfahrer gegen die Einbahnstraße freigegeben. Also musste ich hier durch den kleinen Park. Das habe ich dann hier gemacht und ja, geht doch. Ja, gut, es gibt jetzt hier auch mal so ein paar Straßen, die aber immerhin dann doch Nebenstraßen sind und wie man hier am Schild sieht, tatsächlich sogar Fahrradstraßen. Also es ist schon ganz toll und erstaunlich. Es tut sich einiges. Schöner wäre natürlich, wie gesagt, wenn dieses 6 Kilometer lange Teilstück endlich mal in Angriff genommen wird, nochmal von dieser Stelle an die Verantwortlichen, die vielleicht auch mal dieses Video sehen oder die, es gibt glaube ich auch so eine Internetseite, die sich sehr intensiv mit dem RS1 da beschäftigt und auch sehr viel darüber schreiben. Ich muss mal gucken, ob ich das nochmal raussuchen kann und finden kann. Dann würde ich den Link euch unter dem Video im Text einfügen. Ja, jetzt hier ist ein bisschen mehr los. Es ist auch schon ein späterer Nachmittag. Ihr seht, die Sonne steht auch schon ein bisschen tiefer. Ja, und ich habe halt hier auch schon mal so Stückchen drin. Ja, da ist dann auch mal ein bisschen mehr Verkehr. Vor allen Dingen gerade jetzt zur Rush-Hour. Aber so what? Nichts ist perfekt, aber immerhin, wie gesagt, ich habe mich ja sehr bemüht, da eine Passage zu finden, ich nenne es mal so, um eben das fehlende Teilstück von 6 Kilometer irgendwie zu überbrücken. Ja, auch hier ging es jetzt mal quer durch eine Gartensiedlung, auch das kommt vor, würde ich allerdings nicht nochmal machen, war wirklich verdammt schmal. Aber okay, auch ich lerne immer noch dazu, was man an Fahrradwegen vielleicht besser doch nicht so fahren
sollte unbedingt. Aber es war trotzdem nett, war ja nicht viel los und ja, ihr habt ja gesehen, da war kein Mensch, alles gut. Ja, jetzt geht's hier weiter. Jetzt kommt die Berne, heißt das, glaube ich, hier das, ja, die Berne, einmal gequert. Wusste gar nicht, dass auch in Essen noch kleinere Bächlein fließen. Leider sehr kanalisiert. Ja, und hier geht es jetzt auch an einem Fußballstadion vorbei. Oder drauf zu zumindest, nachdem ich die Straße überquert habe. Was allerdings schade war, da hätte ich gerne hier rechts eine Durchfahrt genutzt, ging aber leider nicht. Und deswegen musste ich da dann auch wieder eine Umfahrung machen. Aber egal, was soll's. War halb so schlimm. Ich kann es jetzt hier am Schneidetisch nicht so gut sehen, was da jetzt für eine Straße oder Strecke ist. Auf jeden Fall geht es jetzt hier wieder durch ein ziemliches grünes Zeug. Ja, und hier jetzt mal wieder noch eine ziemlich stark befahrene oder viel befahrene, sehr breite Straße. Ja, hier links war dann auch noch irgendwie ein Kreuz. Und jetzt komme ich denn, war ich irgendwie gefühlt auch wieder irgendwie auf eine Bahntrasse. Fragt mich jetzt nicht, was das links da gerade war für eine Straße. Jetzt bin ich auch hier auf dem RS1 wieder drauf. Und radel jetzt eigentlich ein Stückchen in die Richtung, in Richtung Bochum, also hier jetzt in Richtung Universität. Ja, hier mal so einen Einblick auf so eine große Straße. Und jetzt kommt eine Spezialansage live von vor Ort. Hallo alle auf diesem Kanal, auf dem Fahrradkanal. Ich bin jetzt nach ca. 37 Kilometern hier am Teiletappenziel angekommen, und zwar hier hinter mir endet jetzt eigentlich in der grünen Wiese der RS1 hier am Knotenpunkt 57. Ihr seht, es geht nur noch rechts und links weiter. Hier in die Richtung geht es nach Zollverein und hier in die Richtung geht es nach Altenessen. Ja, das Problem ist, dass man jetzt von hier aus das fehlende Bahntrassenstück, was eigentlich eine ehemalige Bahntrasse war, eine Rangierbahntrasse, die jetzt eigentlich dieses ganze große Stück, was ich jetzt umfahren habe, könnte man viel schneller erreichen, wenn das Stück hier weiter ausgebaut würde. Wir gucken uns da gleich mal vielleicht noch an, oder ich versuche mal nachzuschauen, ob man da was herausfinden kann, ob sich da was bautechnisch irgendwie tut. Ja, schade, wie gesagt, an die Verantwortlichen an dieser Stelle nochmal. Wäre wunderschön, wenn dieses kurze, kleine Verbindungsstück endlich mal weitergehen würde. Ja, schade dafür. So ist es leider. Gut, dann schauen wir uns mal an, wie das da hinten aussieht. Da geht es nämlich irgendwie so gar nicht richtig weiter. Aber schauen wir mal. Ja, jetzt mache ich mich hier auf den Weg auf der Meierschwick-Rather Straße und komme hier am Audi Max R14. An und werfe jetzt mal einen Blick hier in die Gladbecker Straße, und wie man sieht, hat man da wunderschön die ehemalige Brücke abgerissen und vermutlich auch die Gladbecker Straße richtig schön breit ausgebaut. Jo, Brücke weg,
Radweg auch, beziehungsweise den man hätte darüber führen können. Wer weiß, ob da jemals dann eine schöne neue Radwegsbrücke drüber hergebaut wird. Gut, tja, also das jetzt zu diesem Ergebnis, zu gucken, ob da sich was tut und ja, ob es da irgendwie doch mal weitergeht mit dem Ausbau des RS1. So, ich bin denn hier mal um die Ecke gefahren, zur grünen Mitte, so steht es hier in Google Maps geschrieben. Hier sind so einige schöne Teiche, sehr schön gemacht. Tja, da habe ich mir dann meinen schönen kleinen runden Bienenstich und meinen restlichen Kaffee getrunken. Und jetzt mache ich mich so langsam auf den Rückweg. Hier wirklich dann von Anbeginn oder dem Ende des RS1. Ach ja, hier noch eine Besonderheit, ein Radladen anscheinend, der Brompton Fahrräder hat oder führt oder auch repariert, keine Ahnung. Und jetzt geht es tatsächlich auf dem RS1 zurück. Ja, diese Kröger Möbelwelt, keine Ahnung, kenne ich nicht, war ich auch noch nie drin. Mal schauen. Ja, hier ist der Abzweig, von dem ich vorhin gekommen bin, aus Richtung Bochum. Und ihr seht, ja, hier kriegt man wirklich mal so ein bisschen eine Ahnung. Also man muss ja auch bedenken, der RS1 ist ja auch breiter als normalerweise. Ich weiß nicht, fragt mich jetzt nicht, ob es 4 Meter sind oder mehr oder etwas weniger. So in dem Dreh wird es schon sein. Ja, und hier natürlich einige Blicke rechts und links von der Bahntrasse, von der ehemaligen. Da gibt es dann auch hier mal schöne, ja, was heißt schön, sind natürlich einfach, ja, Stadteinblicke in Essen mit Straßenbahn. Was man noch dazu sagen kann, die Stadt Bochum, wo ich durchgefahren bin, die hat immerhin eine Einwohnerzahl von 363.441 Einwohnern. Fragt mich jetzt nicht, was das für ein Stand ist. Steht hier zumindest in Wikipedia. Und Essen ist denn noch ein Ticken größer. Hat 579.432 Einwohner, Stand 31. Dezember 2001. Dürften vielleicht jetzt sogar noch ein bisschen mehr sein. Ja, ich bin jetzt hier schon wieder fleißig unterwegs auf der nächsten Bahntrasse. Ich habe also gewechselt vom RS1 auf die Krugerwegbahn, ehemalige Bahntrasse. Bin jetzt hier auch schon auf der Höhe vom Krugerpark, beziehungsweise von den Parkplätzen, wo auch die Messe ist. Und es wird jetzt auch schon ein bisschen dunkel langsam. Aber ich muss schon sagen, diese DJ Pocket 2 und die 1er habe ich ja auch. Ach ja, hier übrigens diese gebogene Brücke. Da es ja langsam dunkel wurde, bin ich mit ziemlich Maximalspeed ab Essen der grünen Mitte losgefahren, um nicht im Dunkeln dann am Ausgangspunkt anzukommen. Ja, hier wieder so ein schönes Stahlwerkbrückchen. Ich finde die immer so ein bisschen toll. Aber ob das tatsächlich wirklich jetzt so eine breite Bahntrasse war. Aber gut, zu den Hochzeiten von Kohleabbau und ja, und Hochöfen, das ist ja eng miteinander verbunden. Kohle wurde ja in den Hochöfen auch gebraucht, denn wenn man sich, wer so ein bisschen weiß, wie man
Erz erschmilzt in einem Hochofen, der weiß, dass man da das Ganze in einem Hochofen sehr genau und ziemlich systematisch mit diversen Schichten befüllen muss. Und dazu gehört eben halt auch hochwertige Kohle. Ja, hier rechts auch wieder eine schöne Außengastronomie, wo man sich bei schönem Wetter und warmem Wetter schön hinsetzen kann. Schönen Blick hier links auf die Ruhr hat. Hier sogar noch Leutchen mit dem Paddelbötchen unterwegs. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich den Film jetzt mit viel Musik generell wieder unterlegt habe. Ich werde mal schauen. Vielleicht mache ich eigentlich gar keine Musik mehr, außer, ja, bis auf ein paar Ausnahmen, so Drohnenflüge etc. pp. Ja, hier links übrigens die Steeler Brücke. Fand ich also auch ganz interessant, als ich gelesen habe, dass das auch eine Schwimmpontonbrücke ist. Das Ganze gibt es dann auch noch ein bisschen größer, da in Bochum-Dahlhausen sogar als Autobrücke. Also da sind, wenn ich das richtig verstehe, gar keine Stützpfosten, die bis in den Grund des Flusses, Flussbettes gehen oder unten runter. Man versucht natürlich möglichst das Ganze nicht im Fluss einzubetonieren, die Stützpfeiler. Ist ja ein bisschen sehr aufwendig dann, das zu bewerkstelligen. Deswegen, ja, so Schwimmpontonbrücken finde ich sehr interessant. Ja, hier jetzt unten unter der Bahnstrecke her, sogar unter dem Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen darunter her. Das Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen kann ich euch auch empfehlen. Früher jedenfalls war ich da einige Male drin. Wenn Dampftage sind, dann ist da richtig Spektakel. Ist für Kinder ganz toll, kann man Lokführerstands mitfahrten machen. Und dann ist da richtig was los, da dampft ordentlich. Manchmal, also früher konnte man da auch einige Sonderfahrten mit Dampflokzügen machen. Ja, hier links auch wieder ein interessantes Industriegebäude, so mit Backsteinen etc. Hier noch ein bisschen Abendstimmung. Ich bin jetzt hier auch wieder an meinem Ausgangsort. Würde mich über ein Abo von euch freuen und einen Daumen hoch. In diesem Sinne sage ich Tschüss und winke, winke.